Okay, so, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu meinem Video von mir. Heute mal eine Maustierlist. Ich würde sagen, ich starte mal direkt rein, weil das soll nicht so ein ultralanges Video werden. Ich möchte das kurz und knapp halten. Oder nicht kurz und knapp, aber ich will jetzt, ich habe viele Mäuse vor mir, das dauert doch länger als gedacht. Und ich starte jetzt mal direkt. Ich beziehe mich nur auf Minecraft. Deswegen, let's go. Rocket Cone, 120 Aimo. Ich kann meine Mausnamen nicht merken, sorry. Ich zocke die seit anderthalb Monaten, aber ich kann sie mir nicht merken. Die Kane. 120 oder 100. Glaube ich, relativ wenig, nur Sensor unterscheidet sich. Ja, geile Maus. Kann eigentlich alles gut. Klickgefühl für mich nicht so geil, muss ich sagen. Mit Klickgefühl meine ich die Distanz, also wenn man mit der Maus klickt, ab wann man das Gefühl vermittelt bekommt, okay, jetzt habe ich geklickt. Das finde ich bei anderen Mäusen meistens cooler. Bei der Kane ist das irgendwie schon cool, aber nicht so cool wie bei anderen Mäusen. Das finde ich eigentlich das einzige Manko bei der Kane. Ansonsten, ja, Maustastenbreite. Ja, Maustastenbreite. Für Butterfly ist nicht so optimal. Ansonsten einfach eine grundsolide Maus. Macht überhaupt nichts falsch. Kostet nicht viel Geld. Das macht sie eigentlich fast eigentlich zum A-Tier, muss man schon sagen. Ich überlege nochmal hier A-Tier, weil eigentlich eine richtig geile Maus. Macht wirklich nichts falsch. Der Preis, den muss man auch berücksichtigen. Ich glaube 35 € oder so. Also für die Maus ist das echt krass, muss man schon sagen. G502. Packe ich auf B. Aus dem Grund. Weil G502 kann zwar eigentlich nicht so viel für Minecraft jetzt. Sensor ist aber geil und Klickgefühl ist richtig geil. Also das Klickgefühl ist ultra heftig. Bei der G502 ist es halt so, dass man diese Distanz, von der ich gerade sprach, bis man dieses Klickgefühl vermittelt bekommt, ist halt so kurz, weswegen man geil jittern kann. Warte mal, ich kann ja mal der jittern. Das muss ich euch zeigen. Das ist einfach total super. Wirklich, no joke. Das ist richtig super mit der Maus. So hier, bam. Nehmen wir meine CPS. Jetzt auch mal refillen. CPS. Das ist wirklich super mit der Maus. Vergleich Kane. Es geht auch, aber es fühlt sich nicht so geil an. Es fühlt sich aber nicht so geil an, muss ich wirklich sagen. Oh, na super. Hallo. Hallo. Ja, fühlt sich aber nicht so geil an. Also G502. Einzige, was mich immer richtig abgefuckt hat, diese Taste, das ist mein Instagram-Kanal. Ich weiß, ich habe eine Störung und bin keck. Aber ich habe damals die Taste, da ist ein Knopf vorne. Hier vorne ist ein Knopf. Der war immer am Daumen und dann habe ich die nicht richtig greifen können. Das ist richtig doof an der Maus. Wirklich. No joke. Das hat mich richtig abgefuckt. Und als ich diesen Knopf weggemacht habe, war es einfach der Game Changer des Jahrhunderts. Aber so. Mit diesem Knopf? Nee. Da habe ich ausgerastet. Weswegen ich sie eigentlich auf C ranken müsste. Ja, aber ich finde das Klickgefühl halt geil. Irgendwo zwischen B und C. Eigentlich wegen dem Knopf auf D, Digga, gefühlt. Aber weil das Klickgefühl heftig ist. Eigentlich kann die Maus wirklich nicht so viel. Also, wenn ihr Bed Wars zockt und CPS wollt und abusen wollt, dann kauft die Maus nicht. Aber wenn ihr nur, wenn ihr geil jittern wollt und Double Jitter, Refilled und sowas, und baut beim, also immer Jitter, dann kauft euch die Maus. Dann ist die wirklich geil. Dann ist sie richtig geil, die Maus. XCD. A-Tier, safe. XCD. Klar, also da ist auch das Klickgefühl, so wie bei der Logitech, weswegen eigentlich eine XCD mehr sprechen würde. Ach, ich muss eigentlich die X, ich muss die Logitech eigentlich auf C packen. Geiles Klickgefühl, aber die Distanz muss, also die XCD kann eigentlich alles besser, bis auf Butterfly auch, finde ich persönlich. Man schafft zwar viele CPS, also zu 18 oder so, ich zumindest, aber die Mausbreite, die Klickbreite ist, finde ich, zu gering. Die Tastenbreite. Ja, ansonsten grundsolide Maus, fühle ich. Würde ich mir immer wiederholen. Mausibus geht damit arschgeil. Hat eine Gummioberflächenbeschaffenheit, weswegen das auch gut zu abusen geht halt. Ein geil Jittern. Jittern ist nicht anstrengend. Klickgefühl ist heftig. Butterfly geht. Alles geht. Geile Maus. Wirklich geile Maus. Ja, Glorious. Da werden mich viele für hassen, aber eigentlich. Ja, ist heftig, ne? Ich weiß nicht wieso, aber ich finde eine Glorious Model O nicht gut. Wenn sich jetzt alle an den Kopf fassen, aber für mich, also Plastikmaus erstmal, habe ich vorher noch nie gehabt. Echt gar nicht begeistert von. Ich kann nicht unter 400 DPI stellen. Ich kann nicht zwischen einer DPI stellen. Ich kann nicht auf 350 oder so stellen. Sonst korrigiere mich in den Kommentaren, wenn das irgendwie geht. Ich habe es voll lang ausprobiert. Sensor ist gut, ja. Klickgefühl ist auch eigentlich einigermaßen gut. Damit kaum Double-Klicks im Hirn. Ich bin dumm, wirklich no joke. Weiß nicht wieso. Auch Butterfly ist für mich so schwer auf dieser Maus. Ich weiß nicht, was los ist. Also, dieses Double-Click-Gefühl, das ist bei den, also bei einer XCD, da muss ich gar nicht nachdenken, um zu Double-Klicken, weil der, ja,
Glorious muss ich mich voll anstrengen. Ich weiß nicht wieso, schreibt in die Kommentare, dass ich ein Keck bin oder so. Aber für mich ist eine Glorious, also vielleicht auf C packen. Ja, doch, auf C schon, aber ja, die sieht cool aus und so. Nee, D, no joke. Nee, kann ich nicht. Als ich unten diese Sticker abgemacht habe, also dieses, womit die Maus halt, dieses Gummi unten, diese vier Punkte, das abgemacht hat, ist sie über meinen Mauspad gerutscht. Ich konnte damit nicht gut, ey. Sorry, Digga, ist so dumm, aber ich fand die wirklich nicht gut. No joke. Tut mir leid. Zu klein irgendwie. Ich glaube, ich bin noch für die Glorious nicht der richtige Ansprechpartner. Guckt euch andere Videos an. Aber nur damit ihr es einmal gehört habt von mir. Rocket Compure. Was? Voll Mittelläufer. B. Für mich ein bisschen zu klein. Hatte ich zweimal zu den Anfängen in Minecraft-Zeit. Jittern geht klar. Mausgefühl ist jetzt ähnlich wie bei der Kane. Vielleicht ein bisschen schlechter sogar. Dieses Klickgefühl. Butterfly geht gut mit der Maus. Mausebuse geht gut mit der Maus. Die macht alles richtig. Nichts wirklich falsch. Wenn ihr kleine Hände habt, super Maus. Finde ich geil. Tatsächlich Remastered Amo. Eigentlich schon S. Mausebuse ist nicht so gut. Geht trotzdem mit Grip Tape und geht trotzdem. Hier war echt eine geile Maus, muss ich sagen. Achso, alle Mäuse, die ich hier übrigens habe, habe ich schon länger getestet. Also ich weiß schon, wie sich die anfühlen alle. Ah, doch, Amo ist schon eine geile Maus. Butterfly ist perfekt. Wirklich, also wenn ihr eine Maus wollt und Mitte große Hände habt, so wie ich, oder große Hände, ist die Amo so perfekt. Wirklich, no joke. Tastenbreite ist perfekt. Es ist wirklich super. Man kriegt easy Double-Clicks hin. Die liegt geil in der Hand. Finde ich echt gut. Man kann damit gut jittern. Das Klickgefühl ist geil. Aber, ja. Ich tendiere zwischen A und S. Aber echt eine solide, geile Maus. Sagen. Natürlich. Ja. Naga. Eigentlich D. No joke. Man kriegt damit nicht so gut CPS hin. Es ist sehr, sehr schwer. Butterfly fühlt sich einigermaßen cool an. Aber irgendwie kriegt man trotzdem keine Double-Clicks hin. Die nimmt auch keine Double-Clicks an. Wittern ist nicht wirklich gut. Also der einzige Grund, Hand aufs Herz, muss man ehrlich zugeben, ist halt die Seitentasten, ne? Dass man damit hotkeyen kann. Das ist schon eine coole Maus. Die cool in der Hand. Die Seitentasten ist eigentlich das, wofür man die Event kaufen würde. Aber sonst kann sie, finde ich, vieles. Pro Air. Eigentlich für mich eine remasterte Pure. Ein bisschen größer. Mit ein paar mehr Vorteilen. Wireless gibt's die. Ja. Oh. Liegt geil in der Hand. Mausebusen kannst du, Butterfly kannst du. Bisschen schmale Tasten auch wieder für mich. Ansonsten macht die alles super. Gute Maus. Oh. Letzten drei Mäuse. Das müsste die Essential sein. Das ist die Elite. Essential ist günstig. Deswegen packe ich die auf C, weil sie einfach günstig ist. Muss man ihr lassen. Elite finde ich nicht gut. Kostet viel Geld, macht keine Double-Clicks. Kann meiner Meinung nach nicht so gut jittern. In Minecraft keine gute Maus. Essential auch nicht. Aber weil sie günstig ist, kommt sie auf C. EMP. Eigentlich auch C-Tier. Würde für mich nichts dazu, also dafür sprechen, warum sollte man sich eine EMP kaufen, wenn man sich eine XCD kaufen kann. Eine Plastikmaus. Also eine Plastik-Oberflächenbeschaffenheit. Ja. Also für mich überwiegt dann die XCD total, muss ich sagen. Ja. Das war es eigentlich mit meiner Tierlist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich habe jetzt kein S-Tier. Obwohl ich bei der tendiere. Ups. XCD. Ich finde die 3 geil. Ich kann nur auf S. Für mich ist S High-End. Das ist so wie, sagt das 10, also ein Essen hat 10 von 10 geschmeckt. Kennt ihr ja. Vielleicht gibt es ja irgendwo auf der Welt noch eine Maus, wo ich sage, das ist geiler als eine Dings. Dann kann ich die ja gar nicht hörringen. Erstes finde ich immer schwierig zu sagen. Ist ja dann ein Endstand für mich. Und, das ist, ja. Naja, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht oder ob ihr euch denkt, Junge, dass er die Glorious so tief geratet hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann auch sein, dass ich, also ich verstehe es nicht, weil es tut mir fast weh, das sozusagen, aber das ist meine Meinung, ne? Naja, nehmt mir das nicht so böse, ist nicht böse gemeint. Falls ihr die Maus habt und die cool findet, ist nur meine Meinung. Rein, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und tschüss.